Herzlich willkommen zu meinem allerersten Guide im Allgemeinen und auch zum allerersten Guide auf diesem Kanal. Heute geht es um 7 Days to Die und um die Server-Einstellung, wenn man mit dem Spiel beginnt. Also, falls du genau die Informationen haben willst, die du brauchst, um mit diesem Spiel zu beginnen, dann bleib dran, weil weitere Informationen folgen nach dem Intro. Vom Intro angekündigt, geht es heute um das Spiel 7 Days to Die. Ein Spiel, was mich seit letztes Jahr komplett in den Bann gezogen hat. Seit ungefähr September, Oktober spiele ich es aktiv. Hab mittlerweile über 200 Stunden in dem Spiel. Und es macht mir nach wie vor noch enorm viel Spaß. Es ist einfach unterhaltsam, es ist lustig, es gibt einen genug zu tun. Man kann die offene Welt erkunden und man lernt, egal wie lange man spielt, wann man spielt, immer wieder was Neues dazu. Und heute geht es darum, dass ich euch einen Serverguide erklären möchte oder einen Serverguide geben möchte, wie ihr am besten anfangt. Oder für die Leute, die halt auch mit dem Spiel das erste Mal in Berührung kommen oder allgemein anfangen. Und da möchte ich heute ein bisschen auf die grundlegenden Einstellungen eingehen, die ihr vielleicht wissen müsst, bevor ihr auf diese Map kommt. Und damit ihr auch Bescheid wisst, was ihr alles so einstellen könnt. Und ja, wir fangen einfach mal an. Als erstes startet ihr mit dem neuen Spiel und dann kommt ihr einmal in diese allgemeinen Einstellungsmenü rein. Als erstes habt ihr hier links den Spielenamen. Dort könnt ihr euch für euren Server einen Spielenamen vergeben. Ich mache das jetzt hier mal einfach mal. Unser Server heißt 7 Days to Die Guide. Darunter habt ihr die jeweiligen Spielwelten, die ihr auch euch aussuchen könnt. Und ihr habt zusätzlich noch die Information, wie groß jeweils die Map ist. Und bei der habt ihr sogar die Möglichkeit, die Weltgröße auch zu ändern von 4096 auf 8192. Das heißt, ihr könnt hier wirklich auch gezielt entscheiden, ob ihr auf eine kleinere Map oder auf eine größere Map spielen wollt. Bei den anderen Maps geht das nicht. Rechts habt ihr die allgemeinen Servereinstellungen, was so den Serverport, Spielepasswort und maximale Spieleranzahl betrifft. Ihr habt die Möglichkeit, den Serverport auf öffentlich, auf nur Freunde oder auf nicht gelistet zu stellen. Wenn ihr auf nur Freunde oder auf öffentlich spielt, würde ich euch trotzdem rein menschlich von meinen eigenen Erfahrungen immer empfehlen, ein Spielepasswort euch zu vergeben für den Server und den dann wirklich nur an die Leute zu verschicken, die mit euch auf den Server spielen sollen. Maximale Spieleranzahl sind 1 bis 16. Seid ihr mit dem Spielenamen fertig, habt ihr euch eine Map ausgesucht und alle anderen Einstellungen vorgenommen, dann geht es in den Grundeinstellungen weiter. Als erstes begegnet euch dort der Schwierigkeitsgrad. Abenteurer ist immer standardmäßig voreingestellt. Plünderer ist der niedrigste Schwierigkeitsgrad und Irre ist der schwerste. Wenn ihr mit dem Begriff nichts anfangen könnt und nicht wisst, okay, welcher ist jetzt leicht und welcher ist jetzt schwer, dann könnt ihr mit dem Mauszeiger auf die Einstellung des Schwierigkeitsgrads gehen. Dort wird euch nochmal alles detailliert erklärt. Der 24-Stunden-Zyklus sagt aus, wie lange ein 24-Stunden-Tag im Game dauert. Standardmäßig sind immer 60 Minuten eingestellt. Ihr könnt das Ganze bis auf 10 Minuten runterstellen oder bis auf 120 Minuten hochstellen. Dauer des Tageslichts sagt aus, wie lange die Sonne am Tag scheint. Das höchste und das standardmäßige, was immer eingestellt sind, sind 18 Stunden. Das niedrigste, was geht, sind 12. Die Blutmondhäufigkeit entscheidet natürlich, wann die Blutmondnacht kommt. So wie der Name es eigentlich schon sagt, 7 Days to Die, es ist immer standardmäßig alle 7 Tage eingestellt. Das heißt, die Nacht von Tag 7 auf 8 ist immer die Blutmondnacht. Die Blutmonddauer entscheidet, wie lange eine Blutmondnacht geht. Habt ihr das Ganze auf alle 7 Tage eingestellt, findet die
Dauer immer von Tag 7 auf Tag 8 statt. Stellt ihr die Dauer natürlich höher oder nochmal höher und höher und höher, dann geht die Blutmondnacht 4 Tage. Standardmäßig würde ich euch aber immer empfehlen, gerade am Anfang für einen Anfänger immer auf 0 Tage zu lassen. Ihr könnt das immer noch einstellen hinterher. Auch die Blutmondhäufigkeit könnt ihr höher oder niedriger stellen. Das geringste, was es hier gibt, ist bis auf einen Tag. Das höchste, was es hier gibt, sind 30 Tage. Wenn ihr natürlich die Blutmondhäufigkeit deaktiviert, habt ihr keine Blutmondhäufigkeit oder keine Blutmondnacht. Die Blutmondwarnung sagt euch eigentlich nur, Achtung, Achtung, es steht eine bevor. Die Blutmondwarnung kommt immer am Tag 7, entweder morgens oder abends, je nachdem, wie ihr das eingestellt habt. Die Tag-, Nacht-, Wild- und Blutmond-Zombie-Geschwindigkeit entscheidet, wie schnell ein Zombie auf euch zukommt. Seid ihr wirklich reinste Anfänger, das erste Mal mit dem Spiel überhaupt in Berührung gekommen, würde ich euch empfehlen, die Geschwindigkeit auf Gehen zu stellen, bei allen Vieren. Seid ihr natürlich absolute Profis, dann könnt ihr natürlich auch auf Sprinten oder Albtraum stellen. Der Vorteil für den Anfänger, wenn ihr das alles auf Gehen schaltet, habt ihr genug Zeit, Waffe nachzuladen, gegebenenfalls eine Waffe zu reparieren oder euren Charakter auch Nahrung zuzuführen, denn der hat ja auch mal Hunger und Durst. Kleine Profile. Damit ist gemeint, wenn ihr das jetzt auf ausgestellt habt, dass ihr euch beim ersten Mal einloggen mit Profil A anmelden könnt und beim zweiten Mal einloggen mit Profil B. Habt ihr das Ganze auf angestellt, müsst ihr euch beim ersten Mal sowie beim zweiten Mal oder auch beim dritten oder weiter immer mit dem gleichen Profil A anmelden. EP-Multiplikator sagt eigentlich nur aus, wie schnell ihr leveln wollt. Das geringste, was ihr einstellen könnt, sind 25%. Das höchste, was ihr einstellen könnt, ist das Dreifache, also 300%. Ja, damit ist eigentlich die Grundeinstellung durch und dann sehen wir uns gleich zu den fortgeschrittenen Einstellungen. Jetzt sind wir bei den fortgeschrittenen Einstellungen angekommen und da haben wir als erstes Spielerblockschaden. Skaliert den Spielerblockschaden natürlich. Das beinhaltet, wenn ihr jetzt auf dem PvP-Server seid. Das Ganze könnt ihr bis auf 25% runter oder bis auf 300% hochstellen. Das gleiche habt ihr beim KI-Blockschaden oder bei KI-Blutmond-Blockschaden. Das Ganze könnt ihr dort auch bis auf 25% runterstellen oder bis auf 300% hochstellen. Wenn ihr auf dem Server für euch spielt, also als Anfänger für euch alleine, würde ich euch vielleicht empfehlen, das Ganze mal ein bisschen runterzusetzen. Weil gerade am Anfang es ein bisschen unfair sein kann. Wenn ihr natürlich mal in einer zweiten oder dritten Blutmondnacht seid, die rennen euch da wirklich eure Base ein. Deswegen würde ich das Ganze mal ein bisschen runtersetzen, damit ihr halt ein bisschen mehr Möglichkeiten habt, auch die Sachen zu reparieren, bevor sie ganz kaputt sind. Die Beutemengen, die entscheidet praktisch ihr, wie viel ihr haben wollt an Beute. Das höchste, was es gibt, sind 200%. Das standardmäßige, was eingestellt sind 100 und das niedrigste, was geht, sind 25. Habt ihr auf 100% eingestellt, ist die normale Menge an Beute da. Habt ihr auf 25, ist es natürlich geringer. Habt ihr auf 200, habt ihr die doppelte Menge. Zeit bis zum Wiedererscheinen von Beute ist damit gemeint, wenn ihr zum Beispiel an Tag 1 in meinem Haus reingeht und dort einen Schrank lootet und dort, weiß ich nicht, eine Flasche Wasser rausholt und dann an Tag 2 nochmal reingeht, ist die Flasche Wasser nicht da, weil die habt ihr ja einen Tag vorher gelootet. Wenn ihr aber an Tag 5 wieder reingeht, ist die Flasche Wasser wieder da. Also, ne, das heißt, alle 5 Tage erscheint dann die Beute in dem jeweiligen Haus wieder neu. Fallen lassen beim Tod oder fallen lassen beim Verlassen des Spiels. Fallen lassen beim Tod ist damit gemeint, wenn ihr natürlich jetzt an Ort XY stirbt, dann verliert ihr dort auch euer Rucksack plus euer Werkzeuggürtel. Wenn ihr wieder spawnt, müsst ihr, wenn ihr eure Sachen wieder haben wollt, genau an dem Ort zurückkehren, wo ihr gestorben seid. Fallen lassen beim Verlassen des Spiels ist damit gemeint, wenn ihr zum Beispiel euch ausloggt und das Ganze auf
alles, Werkzeuggürtel oder Rucksack gestellt habt, dann verliert ihr beim Auslocken die jeweiligen Sachen. Die müsst ihr euch vorher dann in Sicherheit bringen, entweder in eure Base, in eine Kiste rein. Und ich würde euch aber auch empfehlen, beim Verlassen des Spiels, das alles auf nichts zu stellen, weil das macht keinen Sinn, meiner Meinung nach. Blutmondzahl oder Blutmondanzahl entscheidet, wie viele Feinde in der Blutmondnacht auf euch zukommen. Das Standardmäßige, was immer eingestellt sind, sind 8 Feinde. Das Niedrigste, was geht, sind 4 und das Höchste sind 64. Erscheinen der Gegner bedeutet immer, wenn ihr zum Beispiel im Haus Zombies tötet, dann erscheinen da immer wieder neue Zombies, wenn es auf angestellt ist. Ist das Ganze auf ausgestellt, erscheint in dem Haus, wo ihr das erste Mal Zombies getötet habt, keine Zombies mehr. Abwurf aus der Luft. Wenn ihr auf der Map unterwegs seid, werdet ihr das mitkriegen mitten im Spiel, dass zwischendurch mal ein Flugzeug über euch fliegt. Diese Flugzeuge enthalten Kisten, die sie abwerfen. In diesen Kisten sind immer besondere Loot-Sachen drin, wie zum Beispiel Waffen, Mods, Nahrung etc. Abwurf aus der Luft entscheidet praktisch, wie häufig das Flugzeug über euch über die Map fliegt. Das Höchste, was geht, sind alle 7 Tage, also ne, das Längste. Und das Niedrigste, also an Tage, ist praktisch jeden Tag. Cheat-Modus ist klar, brauche ich glaube ich nicht groß erläutern. Liegt fest, ob der Kreativmodus und Werkzeuge erlaubt sind. Das heißt, wenn ihr Cheats anmacht, könnt ihr euch natürlich Cheats raussuchen und die verwenden. Macht ihr den Cheat-Modus aus, könnt ihr euch das Ganze sparen. Abwürfe aus der Luft markieren ist damit gemeint, wenn ein Flugzeug dann natürlich Vorräte abwirft, wird euch das auf der Karte markiert, wenn ihr das Ganze auf an habt. Wenn ihr es auf aus habt, dann viel Spaß beim Suchen. So, kommen wir zu dem Bereich Mehrspieler und der ist für Leute interessant, die wirklich hauptsächlich mit anderen zusammenzocken wollen. Und da habt ihr natürlich gerade auch so ein bisschen aufgebaut auf dem allgemeinen Bereich vorne die Möglichkeit, den ganzen Server auf PvE oder PvP zu stellen, indem ihr natürlich hier einstellt, Spieler töten, nur Fremde töten, jeden töten, nur Verbündete töten oder keinen töten. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, die Größe des gesicherten Gebiets festzulegen. Das heißt, in der Reichweite von 41 Blöcke ist euer Haus oder eure Unterkunft, Unterschlupf gesichert. Das heißt, gesichert vor feindliche Spieler, die eventuell mit der Absicht vorbeikommen, um eure Häuser zu zerstören, um euch auszulooten, auszurauben. Und innerhalb von diesen 41 Blöcken, die standardmäßig immer eingestellt sind, können die das halt nicht machen, sofern eure Häuser auch wirklich komplett zu sind für die Leute. Todeszone des Gebiets ist damit gemeint, dass zum Beispiel, wenn ihr am Ort XY ein Haus baut, dass der nächste Spieler, der in der Nähe von euch bauen möchte, mindestens 30 Blöcke Abstand haben muss. Ansonsten geht das halt nicht. Und die Gebietsschutzdauer richtet sich auch 7 Tage lang. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel offline seid, vielleicht aus privaten Gründen, beruflichen Gründen nicht zocken könnt, dann habt ihr 7 Tage die Möglichkeit, dass der Gebietsschutzdauer trotzdem anhält und eure Gebäude sowie euer Unterschlupf sichert. Seid ihr natürlich länger nicht online, dann kann es passieren, dass der Gebietsschutz langsam verfällt. Deswegen kommen wir hier auch nämlich schon zum Verfall des Gebiets. Und wenn der komplett verfallen ist, können die Leute natürlich euer Unterschlupf kaputt machen bzw. beschädigen. Ja. Härtemodifikator des Gebiets online und Härtemodifikator des Gebiets offline richtet sich auf den Gebietsschutz, der gerade angewendet wird. Und die Offline-Verzögerung des Gebiets ist damit gemeint, wenn ihr jetzt online seid und dann geht ihr offline, dass das halt 0 Minuten Verzögerung drin hat. So, dann bekommen wir hier auch nochmal den Schlafsack Todeszone. Wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwo gestorben seid,
Dann spawnt ihr ja allgemein immer auf den Schlafsack. Mit Schlafsack-Todeszone ist gemeint, dass das einen Bereich schafft, in dem keine Zombies erscheinen. Das heißt, innerhalb der 15 Blöcke kann euch kein Zombie erscheinen. Klar, die können auf euch zurennen, aber die erscheinen nicht innerhalb der 15 Blöcke um euren Schlafsack rum. Schlafsackdauer ist für 45 Tage angesetzt. Ihr solltet dann zwischendurch vielleicht mal den Schlafsack umplatzieren. Und Bereich für das Teilen von Kills, wenn ihr zum Beispiel mit anderen zusammenspielt, dann ist es halt immer ein bisschen wichtig, dass derjenige in der Nähe von euch ist, damit er dann halt auch EP-Punkte für das Killen von Zombies oder halt auch allgemeine EP-Punkte bekommt. Und der Spielport ist klar, damit können andere Spieler euch suchen und euer Server dann finden. Und ich glaube, das brauche ich halt auch nicht viel erklären. Ja, das war es eigentlich mit dem Mehrspielerbereich auch. Und allgemein auch mit dem Guide. Ich hoffe, euch gefällt der Guide. Es war halt, wie gesagt, mein allererster. Und gerne bin ich für Feedbacks offen. Also das heißt, ihr könnt mir gerne Verbesserungsvorschläge nennen, die ich gerne dann auch in den nächsten Guides mit anbringen könnte und würde. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Ansonsten, wie gesagt, Kommentarfunktion unten ist natürlich bei jedem Video an. Da könnt ihr mir gerne Feedback hinterlassen. Und wir sehen uns dann bis zum nächsten Guide. Bis dahin, tschüss.